Wenn es dir oft auch so geht, das heißt, du hast Knieschmerzen, hast keine Ahnung warum oder vielleicht eine Ahnung warum, dann bleib dran, denn ich glaube, wir helfen ihm jetzt mal. Ja, und bevor wir jetzt mit dem Video loslegen, schau, dass du unseren Kanal abonniert hast und auch die Glocke, damit du immer up to date bleibst. Knieschmerzen, leidiges Thema bei vielen Sportlern, ob's Basketball ist, ob's Fußball ist, ob's Sprinter ist, ob's Langstreckenläufer ist. Crossfitter, Seilspringen. Ja, war, ja. Also es fast jeden Sportler kann es erwischen. Ja, also Knieschmerzen, Sprunggelenkschmerzen, dann beim Laufen geht es manchmal vielleicht auch bis in die Hüfte, ne? Dann, ja. Die klassischen Shin-Splints. Genau. Also Schienbeinschmerzen vorne. Also es gibt ja genügend so, in Anführungszeichen, diffuse Knieschmerzen, wo man jetzt nicht so richtig das eine Problem findet, wo daran es liegen kann. Aber wir haben da was, was euch helfen kann. Die Tipper. Das ist das gute Stück. Sieht relativ unspektakulär aus, ist aber wirklich für ganz viele Probleme ein Game Changer. Was brauchen wir dazu? Also du hast hier einfach die Möglichkeit, eine ganz normale 50 mm Scheibe aufzustecken. Dann kannst du hier unsere Klammer dazu verwenden, schiebst sie auf, dann kannst du schon direkt loslegen. Im Prinzip ganz grob macht man diese Bewegung in verschiedenen Variationen. Es ist sehr bekannt geworden durch die Knees Over Toes Guys. Die haben einen richtig fetten Instagram-Account. Was macht es im Prinzip? Du trainierst vor allem diesen vorderen Fußhebermuskel, Tibialis anterior. Ist aber eigentlich relativ egal. Du machst einfach die Übungen und es wird besser. Es hilft dir bei Knieproblemen, es hilft dir aber auch bei Sprunggelenksproblemen, weil einfach gerade wir in unserem Sport sehr viel im Prinzip hier hinten sehr viel Gas geben und hier eben nicht. Deswegen ist es sehr oft einfach vorne zu schwach. Genau. Also, nochmal zu den verschiedenen Übungen. Zum einen kannst du dich einfach auf eine Box setzen, musst halt ein bisschen gucken, je nachdem wie lang deine Beine sind. Knie frei und dann letztendlich absenken, anheben, absenken, anheben. 2 bis 3 Sätze, 10 bis 15 Wiederholungen. Am Anfang ruhig ein bisschen langsam rantasten, weil es geht schon ziemlich hier drauf. Und irgendwann kannst du aber relativ schnell, also viel schneller, wie man denkt, Gewicht draufpacken. Genau. Dann kann man zum Beispiel auch noch gesamt aufliegen. Jetzt hier ein bisschen kurz. Selbe Übung. Noch ein bisschen gucken, weil es natürlich dann kippt. Selbe Übung. Hast du natürlich nicht so viel Last, gerade im oberen Bereich, weil dann das Gewicht ja irgendwann über den Scheitelpunkt kippt. Oder andere Variante, Leg Extension, das heißt die Beine hängen frei. Das ist aber schon ordentlich, ne? Die einen guten Punkt. Ja, wobei, ich mir noch mal ein paar mehr Kekse. Das ist richtig. Genau. Ja, letztendlich ist es hier auch so dieses Thema, Gelenke werden stabil durch Muskeln. Das heißt, wenn wir keine Muskeln haben, würden wir hier so einfach zerfallen. Und hier ist auch wieder das Thema, weil gerade dieser Muskel hier ist auch ganz wichtig einfach, wenn der im Prinzip stabil ist, ist alles stabil. Ne? Es wird dein Sprunggelenk stabiler, wenn das Sprunggelenk stabiler ist, wird auch das Knie stabiler. Irgendwie das Fundament, wie bei jedem Haus, was auch immer, Fundament ist mit immer das Wichtigste. Und zudem ist es auch noch der Muskel, der wirklich bei der Kniebeuge im Prinzip das Knie über die Zehen schiebt. Also insgesamt eine Übung, ganz viel Auswirkung, deswegen das Zeit kostet kein Vermögen, ist für viele ein Game Changer, deswegen ausprobieren, stellt uns eine Frage, wenn ihr dazu noch Fragen habt, wenn ihr euch auch unsicher seid, ob es für euch passt mit eurem Beschwerdebild, gerne einfach hier in die Kommentare rein oder schreibt uns direkt eine E-Mail, ob es Shinsplint ist, ob es Patellaüberlastung ist, ob es Disbalancen sind, die Tipper wird euch sehr, 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 sehr wahrscheinlich helfen. Das war der erste Part bei Knie- und Sprunggelenkschmerzen etc. Jetzt zeigt euch der Jonas,
den zweiten Game Changer. Das Landboard. So schaut's aus. So auf der Rückseite. Massiver Stahl, pulverbeschichtet in schwarz. Wir haben vorne eine Fläche, die so eine Musterung hat, Riffelung, damit er nicht wegrutscht. Schön das Aufmann-Logo rein gelasert. Und auf der Rückenseite insgesamt vier so Dreiecke zum Stabilisieren. Das Ganze hat einen Winkel von 25 Grad. Das ist der Winkel, der eigentlich mit am meisten Sinn macht. Es gibt verschiedene, aber das ist der Winkel, für den wir uns im Schieben haben, weil damit eigentlich die meisten Personen in eine super Position kommen. Wie gesagt, massiver Stahl, 9 Kilo schwer, also nicht zu schwer, ihr könnt es relativ leicht rumtragen, aber schwer genug, damit es stabil steht. Es gibt ja auch Lösungen mit Holz, da haben wir uns jetzt nicht dazu entschieden, weil einmal ist natürlich die Abnutzung da viel extremer als beim Stahl und zum anderen auch einfach, wenn ihr das mit Gewicht macht, Kniebeugen etc., dann muss das stabil stehen und das ist natürlich bei Holz natürlich nicht so gegeben, weil es wesentlich leichter ist. Was macht ihr hauptsächlich mit dem Ding? Stellt euch drauf in einer Kniebeugenposition und macht dann Kniebeugen. Ich zeige euch gleich noch ein paar mehr Übungen, aber zumindest, dass ihr wisst, um was es geht. Mit dem Board, mit der Erhöhung, umgeht ihr schon mal das Problem von immobilen Sprunggelenken. Wenn ich das jetzt in der Position hier mache, kommen viele nicht runter in eine saubere Kniebeuge, weil das Sprunggelenk einfach nicht mobil genug ist und dann schaut es irgendwann so aus, dass ihr von den Fersen wegkommt. Ein Slamboard, das ist wesentlich übertriebener mit 25 Grad als jetzt Gewichtheberschuhe, die ja auch einen ähnlichen Effekt machen, zumindest um in eine Kniebeuge zu kommen. Aber das ist wesentlich extremer und was dadurch passiert ist, ihr bleibt wirklich komplett aufrecht und da kann eigentlich jeder so eine ordentliche Kniebeuge machen. Und in der Position, wo ihr eben so aufrecht seid und die Knie sehr weit vorgeschoben werden, wird vor allem der Vastus medialis VMO-Muskel, der hier trainiert, wird auch oft Träne genannt, hier innen am Knie. Und der wird oft nicht genügend beansprucht. Kann dann auch wieder zu Disbalancen kommen und eben, wenn der gut trainiert ist, ist das Knie auch einfach stabiler. Ähnliches Thema, wie wir es jetzt auch schon bei der Tippbau hatten, desto mehr Muskulatur um die Gelenke aufgebaut wird, desto stabiler und auch gesünder irgendwo ist das Gelenk. Das Training von dem Muskel oder generell von den Kniebeugen auf dem Slamboard kann euch eben helfen bei diffusen Knieschmerzen, Jumpers-Knie, Knieschmerzen von Fußball etc. Überall da kann das Training eben helfen von der Muskulatur. Also die erste Übung, die klassische Kniebeuge, habe ich euch schon gezeigt. Einfach draufstellen, die Füße aber jetzt eher gerade ausgerichtet, also nicht nach außen, wenn ihr so eine Kniebeuge gewohnt seid, sondern gerade ausgerichtet. Die Zehen fühlt sich angenehm an, wenn die so leicht noch am Boden ankommen, weil ihr dann nicht das Gefühl habt, das würde dir wegrutschen. Ist aber jetzt durch die Riffelung auch nicht gegeben. Ich finde es ein bisschen angenehmer. Und dann jetzt hier, so aufrecht wie es geht, langsam und kontrolliert runtergehen. Unterste Position mit Spannung, also nicht zusammensacken, sondern Spannung halten und hoch. Ich würde empfehlen, dass ihr die Übung wirklich kontrolliert in der Abwärts- und Aufwärtsbewegung macht, um wirklich Zeit in der Position zu verbringen und um immer komfortabler in eben der Kniebeuge zu sein. Das Geniale an der Übung ist, ihr trainiert wirklich das Kniegelenk im kompletten Bewegungsumfang. Meine Oberschenkelrückseite liegt jetzt komplett auf dem Unterschenkel ab und das, wenn ich jetzt bei einer normalen Kniebeuge mache, passiert das einfach nicht. Sind meine Sprunggelenke nicht mobil genug. Hier kann ich das Knie wirklich im kompletten Bewegungsumfang sauber trainieren. Und das gibt wieder mehr Kontrolle und das wieder eine bessere Kniebeuge. Eine weitere Übung, die man machen kann, ist der Polykin Step Up. Ihr bleibt auf einem Bein, Ferse oder Zehen anziehen und dann mit der Ferse nach unten drehen, berühren und wieder ausziehen. Auch das trainiert das Knie, nimmt das Sprunggelenk raus, falls das eine Limitierung ist von der Mobilität. Wenn das hier auf der Höhe euch zu leicht ist, dann schnappt ihr euch einfach ein paar Scheiben.
den vier Dreiecken hinten steht es dann auch stabil. Geht hier drauf und macht hier das gleiche. So könnt ihr auch hier die Übung schwieriger machen, eben mit einer Erhöhung. Oder eben ihr pappt Gewicht dazu. Genauso eben wenn ihr die normalen Kniebeugen macht auf dem Slantboard mit Gewicht, aber langsam steigern. Fangt an mit so 3-4 Sätzen, mit 5 bis 10 Wiederholungen, lieber kontrolliert und langsam arbeiten, wie gesagt. Wenn sich das gut anfühlt, Gewicht dazu nehmen oder jetzt hier ein bisschen Höhe hinzunehmen und einfach da über ein paar Wochen besser werden, dann merkt ihr auch, Muskulatur baut sich auf, die Gelenke werden besser. Was ich zum Beispiel merke ist, meine Knie haben angefangen so ein bisschen zu knirschen und wirklich laut zu klacken, was nicht unbedingt ein Problem sein muss. Aber wenn ich die Übung mache, dann ist es weg und es fühlt sich einfach geschmeidiger an. Es war jetzt kein Schmerz da, aber es fühlt sich einfach besser an. Und so kann man auch ein bisschen dem vorausarbeiten, dass es vielleicht mal Probleme geben würde. Was ich nicht vergessen darf, wenn ihr Knieschmerzen habt, hiermit trainieren wir hier die Vorderseite, eben vor allem diesen Muskel hier. Die Rückseite, die Hamstrings, nicht vergessen. Also Hamstring Curls am GHD oder Mini-GHD, so Nordic Hamstring Curls. Mit dem Band arbeiten etc. Einfach um auch die Rückseite zu trainieren, damit ihr nicht zu einseitig trainiert. Macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt zum Slantboard, euch unsicher seid, ob euch bei eurer Problemstellung das was helfen wird, dann schreibt uns einfach eine Mail oder unter das Video und wir antworten euch da gerne und versuchen euch da zu helfen, damit ihr wirklich eine Lösung habt, die euch weiterbringt. Und jetzt zeigst du nochmal, was es bedeutet, wenn man 25 Grad nicht gegeben bekommt, sondern genommen. Wenn man einfach ultimative Sprunggelenksmobilität hat. Ja, also dann sieht man auch mal, was wirklich 25 Grad sind, ne? Wie viel das ist. Ja, ich komme einfach gar nicht runter. Das ist dann eine Kniebeuge mit richtig schlechter Mobilität im Sprunggelenk. Das heißt, man kann auch sagen, wenn man so eine Kniebeuge macht, ich sage es mal im übertriebenen Sinne, dann wäre das auch was für einen, ne? Ja, also weil manche Leute haben so Probleme mit ihren Sprunggelenken, kann ja auch eine Verletzung gewesen sein, ja. Und dann sieht die so aus, dann wäre eigentlich das perfekt, ne? Eben Gewichtheberschuhe helfen da schon ein kleines Stück, aber wenn es halt bei meisten, die jetzt aus nicht so einem Sport kommen oder sehr gute Sprunggelenke haben, da helfen auch Gewichtheberschuhe nicht so viel, dass es dann auf einmal perfekt funktioniert. Und was dann oft gemacht wird, man stellt sich dann irgendwie auf Scheiben drauf oder so, ist halt auch nicht das Beste, weil ihr dann nicht wirklich einen Kontakt mit dem Fuß habt, sondern so wie bei Stöckelschuhen eigentlich dasteht. Das sieht nicht gut aus, was du gerade machst. Ja, eben, aber es wird trotzdem viel gemacht, weil es halt eine Notlösung ist. Ist eine Notlösung. Aber ja, was mir auch so ein Ding in der Box auch hilft, dann auch vielen Leuten. Genau, also was halt oft nicht so beachtet wird, ist, dass ihr mit den Füßen, mit den Zehen in der Kniebeuge arbeiten müsst. Und wenn ihr jetzt hier so draufsteht, ich kann mich nicht mit den Zehen einkrallen oder irgendwas, sondern ich stehe halt drauf und mache dann irgendwie eine Kniebeuge, aber meine Füße können nicht arbeiten, die werden ja fast gestretched. Und hier kann ich, wie bei einer anderen normalen Kniebeuge, auch mein Fußgewölbe aufrichten, stabilen Fußstand haben und daran arbeiten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut, dass ihr unseren Kanal abonniert, der Jonas nicht vom Slantboard fällt. Macht die Glocke rein, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir Videos machen. Haut eure Gedanken unter die Kommentare. Und ansonsten immer schön clean bleiben. Jetzt slantest du das Board so richtig, oder? Jetzt wird richtig slant gebordet. Ja.